So, wir kommen jetzt in ein Gebiet, das ich mir damals im Stream halt ausgesucht habe, um hier meine Basis aufzubauen. Okay. Und hier ist Und auch. das war gut. Ja. Obwohl. Ich schlag dich jetzt auf mein Mikro. Obwohl es hier auch Revenger gibt. Nicht viele, aber es gibt welche. Ja, na gut, ich meine besser als bei uns, wo es ja von diesen Viechern nur so wimmelt. So, das ist der Fels, wo das Eisen ist. Oh, Skorpion. Da ist ein Fischi im Wasser. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Ich wäre nur fast in Skorpion reingerannt. Oh, der Skorpion So. prügelt sich da mit dem Ding. Das ist gut. Ja, er hat mich auch nicht gesehen. Das ist voll schön hier. Das sieht richtig cool aus hier. Ah, da sind leider zwei Raptoren. Ach, da ist das Eisen, ne? Ja, da auf der kleinen Insel. Da, wo ich hingucke. Da ist das Eisen. Na und hier, guck mal, da auch. Da vorne, glaube Upsa. ich. Da vorne sind runde Steine. Ja, aber da hinten auf der kleinen Insel sind richtig, richtig Eisenvorkommen. Ach ja. So, aber lass uns erstmal rübergehen. Irgendwie. Wie bin ich damals rübergekommen? Oh, der Skorpion legt sich schon wieder mit dem Rüber nächsten an. geschwommen. Oh, ist der Skorpion Ja, und jetzt tot? ist. Ist das ein toter Skorpion? Hallo? Der ist tot, ja. Okay. Cool. Es das heißt, im Wasser ist etwas Gefährliches. Sagt wer? Ich würde sagen, der fliegende Manta da. Ach da, hey. Vielleicht ist er ja tot. Ja, das sind Piranhas. Ich habe gerade einen gesehen. Der hat den Manta aufgegessen. Okay. Wo bist du jetzt hingesprungen? Hier. Links. Oh, guckst du an mir vorbei? Maulwurfsratte. Hinter dir. Hier, die da. Ach da! Du bist schon so weit, Mensch. Hast du die Steine lang gesprungen? Nö, ich bin am Wasser entlang. Okay. Hier, den hätte ich auch nicht geschafft, sage ich ja. Genau, hier ist ein Wasserfall, rechts sind Spinnen, weiß ich noch. Da vorne ist noch, keine Ahnung, irgendwas. Wo bist du? Ach da. Auf der ja. Ich gucke gerade aber über den Fluss rüber. So, wir können hier rüberlatschen, das weiß ich noch, aber ich weiß, dass es hier auch Sarkos gibt. Was gibt's? Sarkos. Ach Und so. Piranhas, oh Gott, nein. Ich lenke ihn ab. Für 200 Leben. Also, mich greift zum Glück noch nichts an. Zumindest auf den Stein geschafft. Ich auch. Aber guck mal da vorne, da geht's voll ab. Siehst du das? Ja, ich sehe da einen Revenger. Aber ich würde dir gerne mein altes Zuhause zeigen. Das sieht voll schön aus. Ach, guck mal da unten. Ganz ehrlich, ich mag das Gebiet, ist irgendwie hübscher als das, was wo wir jetzt wohnen. Tja. Wir können auch umsiedeln, also. Wo bist du hin? Neben dir. Hinter dir! Da. Ich verliere dich immer aus den Augen. Kein Wunder, dass du die Dinos immer austrickst. Die sehen dich dann einfach irgendwann nicht mehr. Und denkst dich, ja, egal. Aber wenn ich das so sehe, würde ich ja fast viel lieber hier wohnen. Also abgesehen von den ganzen gefährlichen Ahahaha, Skorpionen und so. Hier sind sogar Pferde, die hier Ich langlaufen. möchte dir mein Zuhause zeigen. Vielleicht hast du Bock, da zu siedeln dann. Wenn du das Ja, siehst. könnte sein. Oh, da. Hallo. Oh, ja. Dum, 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 dum. Zum Glück habe ich zwischendurch wieder getrunken. Puh. Das ist wohl hübsch. Das Problem ist nur, dass wir unsere Dinos nicht bis hierher kriegen, glaube ich. Ja, nacheinander. Immer wenn wir einen Sattel haben, los. Hier
Siehst du, wie cool das hier drin ist? Oh, bist du noch gar nicht hier, ne? Da. Komm mal. Nee. Guck. Oha. Es geht hier rein. Und da ist dann direkt Eisen. Oh, wie cool ist das Hier habe ich denn? gesiedelt im Stream. Okay. Hier so kleine süße Ecke. Ja, man hat hier Frischwasser in dieser Ecke, komplett safe. Naja. Und dann Aber habe ich hier halt eine Werft gebaut und bin von hier aus immer zur Insel und habe Eisen geholt. Nice, nice. Ja, Zero hat geskillt. Das ist unfair. Gecheatet. Was habe ich geskillt? Na, Bewegungsgeschwindigkeit. Aus Versehen. Ja, Nee, auf das jeden ist halt geil. Fall, hier hatte ich dann ein Tor mit so Stacheln und immer wenn ein Ravager kam, konnten sie hier nicht rein. Das war so cool. Okay. Das Ah. ist ja geil. Ich habe die Ecke geliebt hier. Es Aber ist vor halt allem nur ist da leider sehr, sehr kein. schräg und deswegen muss man mit Pfeilern arbeiten. Ja, gut, das ist ja nun nicht das Problem. Und man muss halt weit genug weg von diesem Eisen hier bauen, damit es auch respawnt. Das ist wahrscheinlich eher das Problem. Ach, dieses Eisen. Guckt euch das an, das sieht so hübsch aus. Das sieht aus wie Gold. Ich bin kein alter Cheater, Bibi. Nee, ich möchte dir gerne noch etwas zeigen, aber es werden wir höchstwahrscheinlich nicht überleben. Ja, na gut, ist ja nicht so schlimm. Ich meine, wir sind ja eigentlich hier rumgelaufen, um zu sterben. Also. Mehr oder weniger. Wir können ja versuchen, mit all unseren Tieren gleichzeitig loszuziehen und immer wenn ein gefährliches Tier kommt, versuchen wir sie auf sie zu hetzen. Einfach mit allem losziehen und dann gib ihm. Bis hierher. Das wird schwierig. Ja, wir haben schon einiges am Start, also. Ja. Aber der Weg ist auch echt weit. Es geht. Ist eigentlich da, wo wir die Ziege getroffen haben, das erste Mal, und das, dann sind wir hier. Ja, aber guck mal, wie schön das hier ist. Also ich will Ich schon glaube lieber auch hier nicht, dass wir mit wohnen. dem Fluss hierher kommen, oder? Nee. Nee, m-m. Das ist nicht. Wir könnten aber den Großteil mit dem Floß, glaube ich, schaffen. Wenn du siehst, wie der Fluss da verläuft. Du meinst dann, na wobei. Keine Ahnung. Könnt ihr mal Ich sehe bei versuchen. dem Ding nicht durch. Bei dieser komischen Karte. Okay, dann würde ich Wir sagen, haben müssen wir ja einen überhaupt gar nicht neuen. hier drin bauen. Ich habe ja hier drin wegen PvP gebaut. Wir können ja auch hier davor bauen. Ja. Wegen dem Eisen. Also ich sag mal, bauen hier vorne wäre auf jeden Fall ganz gut. Aber zumindest in der Höhle hier drin können wir dann zumindest ein, zwei Kisten, also die Kisten platzieren, weißt du, die wichtigsten. Die Tiere können wir da lagern, weil da keiner hinkommt. Ja, auch. Okay, wie wollen wir es machen? Wollen wir hier ein Bett aufstellen oder so? Obwohl, dann brauchen wir Leder. Richtig. Und das Leder ist bei uns in der Basis. Ja, dann würde ich sagen, aber zumindest eine Kiste aufstellen, damit wir die Sachen, die wir schon mal gesammelt haben, hier lassen. Und dann starten Ja. wir Operation Umsiedlung. Warte, das kann ja. Und dann hoffen wir, dass das bis Staffelende alles geklappt hat. Gibt's ja eigentlich böse Fische im Wasser? Ja, auf Sarkos. Okay. Hier vorne sieht es erstmal nett aus. Weil der Typ da im Wasser rumschwimmt, deswegen frage ich. Und wundert mich, dass der nicht schon längst zerfleischt wurde. Du musst mir helfen beim Sammeln, Schatz. Was brauchst du denn? Holz. Holz? Ja, ich brauche noch Okay. insgesamt ja, knapp 18 Holz. Okay. Hier rennt der Kanu da vorne rum. Wieso hast du eigentlich schon wieder eine Axt? Wer hast du das gemacht? Wo habe ich eine Axt? Hast du nicht? Nö. Sonst hätte ich schon genug Holz.
Was bräuchte ich denn dafür? Feuerstein, Holz, Stroh. Ach du Scheiße. Ja, deswegen lasse ich's. Ja, vor allem, ich krieg ja nicht mal Holz, ich krieg nur Stroh. Ja, man kriegt immer ab und zu mal ein bisschen. Der Plan wird bestimmt funktionieren. Ja, natürlich wird er funktionieren, wenn er von mir kommt, auf jeden Fall. Ja. Zeros Plan, Pläne funktionieren immer. Nicht. Ich meine, wir können ja irgendwann wieder die Basis da quasi in Planung nehmen. Ne? Da haben wir wenigstens da noch eine Basis. Ach so, ja. Falls irgendeine mal weg ist, dann. So, ich brauche noch 6 Holz. Wie viel Holz hast du schon? Ich habe genau 6. Ja, komm. So, pass mal auf. Schmeißen wir dem Zero das vor die Füße. Boop. Der ist an dir vorbeigeflogen. Achso. Ich kann weit werfen, zumindest in diesem Spiel. So. Kiste hergestellt. Sehr gut. So, wir platzieren die erstmal hier. Bitteschön. Kannst alles reinpacken, was du für wichtig empfindest. Ja, einfach irgendwo hin, ne? Ist ja egal. Achso, ich hätte gedacht, wir stellen die einfach in die Höhle rein. Nö. Steht sie nur im Weg. Nö. So, was ist denn wichtig? Knochen. Das ist schon alles voll. Ja, ich nehme mal das hier raus. WTF? Ich habe alles Wichtige reingetan. Wieso tust du jetzt Fasern rein? Ich habe sie gerade rausgeholt, damit wir Platz haben. Ach so. das verdorbene Fleisch brauchen wir nicht da drin. Das hast du reingemacht. Gar nicht wahr. Natürlich. Glaube ich nicht. Ist gelogen. Tja. Bären findest du wichtig? Obwohl, hier die 8 können auch raus hier. So, hast du noch irgendwas? Nö. Nur Fasern und Pilze noch. Na gut, dann lassen wir es so. Okay. Lass uns den Kano weglocken. Hey, Kano! Das ist eine gute Idee. Kano. Oh, hier ist auch direkt noch Raptoren. Können wir alle weglocken. Yay. Oh, okay, mich hat's gerissen. Ich hab's nicht weit geschafft. Hallo. Aber ich lock sie ein bisschen weiter. Also das nennt man Teamwork. Komm, ich lock euch am besten in den Fluss rein. Ah, verdammt. Sie wären fast im Fluss gewesen. Dann hätten sie gegen Piranhas kämpfen müssen. Irgendeiner wäre dabei auf jeden Fall draufgegangen. So. Da haben wir, glaube ich, sogar 2 Betten, ne? Ich bezweifle, dass wir alle Dinos so auf unser Floß bekommen. Ich glaube, wir müssen hier eine Plattform aufbauen. Aber weißt du was? Ne? Ich meine, wir haben jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde. Wollen wir uns die schweren Gebiete noch mal kurz angucken? Das können wir machen. Weißt du, dann machen wir einfach jetzt nur, ach so. Weißt du, dann machen wir jetzt einfach nur erstmal Gebiete gucken. Wobei, das eine schwere kennen wir sogar schon. Das zweite so lala. Nur 1 und 2 noch nicht. Okay. Team, toll, ein anderer wird massakriert. Na gut, dann gehe ich jetzt kurz sterben, ja. Wie kurz sterben? Wo bist du denn hin jetzt? Hier zu Hause. Ach so, hast du Bett benutzt? Schlafsack. Ich wollte den Schlafsack loswerden. Obwohl ich hätte ihn einsammeln können. Zu spät bemerkt. So. Oh. Was? Die Hyäne, die wir hier geparkt haben, wurde zu einer Son Goku-Hyäne. Er ist digitiert. Okay. Er hat ihre Super-Hyänen-Kräfte entdeckt. Ja, weil er so viele Spieler getötet hat. Ja, wahrscheinlich, ja, genau. Verdammt. So, Hard 1. Da willst du hin? Ja. Okay. Es ist neblig. Ich sehe Zebras.
Und was Grünes? Sieht aus, als wäre ich zu Hause, ey. Sieht genauso aus wie bei uns. Finde ich. Ich sehe da hinten ein Kanu. Sowas sehe ich hier alles gar nicht. Irgendwie bei mir gibt es hier nur liebe Dinos. Hast du irgendwo eine kaputte Leinwand? So eine weiße? Nein. Also ich sehe da hinten irgendwas Grünes, da gehe ich jetzt mal hin. Achso, hier ist so eine Maschine, ja. Achso, ja, das, dann sehe ich die wahrscheinlich. Aber da müsste ich irgendwie da hochkommen. Wenn ich da hochkommen würde, wäre cool. Komme ich aber nicht. Vielleicht war es auch einfach nur so ein Käfer, den ich gesehen habe. Das kann sein, ja. So, auf jeden Fall ist hier irgendwas Wildes. Ach nee, ist ein Raptor, der sich mit irgendwas anlegt. Ist ja auch was Wildes. Ja, aber ich dachte, dass der Große der Böse ist, aber ist er gar nicht. Weißt du, das ist immer so dieses... Man denkt immer, die Großen sind die Bösen. Oh, hi. Hey! Ja, ich seh dich. Ja, cool, ne? Siehst du, wie der Raptor mich fertig macht? Guck mal, da unten liege ich unter ihm. Und du warst voll sehr nah an mir dran. Oh, jetzt prügelst du dich mit ihm. Ja, musste. Der hat mich niedergestreckt. Schweinerei. Aber es ist halt hartes Gebiet, ne? Ein Raptor ist jetzt nicht hart. Also, ja, stimmt, da hast du allerdings recht. Ich vermisse, weißt du, was ich vermisse? Ne? So einen richtigen T-Rex. Ja, die kommen bestimmt noch. Oh, die Stegos haben gerade den Kano fertig gemacht. Hahaha, Noob. Bist du da jetzt wieder gespawnt oder soll ich sterben? Nee, ich bin wieder gespawnt. Aber allerdings diesmal tatsächlich an der Leinwand. Okay. Komm ich zu dir. Yay. Ja, so ein bisschen habe ich noch die Hoffnung, dass wir vielleicht nochmal so eine Entdeckernotiz finden. Ich bin jetzt an der Leinwand. Ich bin auf dem Weg dahin. Oh, hallo Stego. Oh, da liegt was Totes. Warum? Ich komme nur, glaube ich, nicht hoch zur Leinwand. Warum? Weiß ich nicht, weil das hier alles sehr steil aussieht. Ich bin hier unten. Hallo. Siehst du mich schon? Nein. Doch, da. Ich sehe dich. Nein, ich habe dich gesehen. Ich bin hier unten. Ja. Ach, da bist du. Hallo. Ja, musst du hier hinten hoch. Glaube ich. Ja, hier. Oder ich komme einfach zu dir. Ist, glaube ich, leichter. Eine Leinwand ist nichts Besonderes. Ach so, na dann. Ja, hier ist so ein toter... Was auch immer. Ja, ein Kano. Das waren nicht Egos, die den Kano umgebracht haben. Ach so. Ja, cool. Hallo, Kumpel. Bam, 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 bam. Ja, oder? Ja, Bianca, 16. Ja, dann ist es schon 16 Uhr, wenn jetzt Guild Wars angekommen ist. Ja, meins ist noch nicht online. Ich habe noch nicht gerendert. Aber ja. Nee, ich muss gleich. Vorhin, na gut, ich habe das heute früh schon irgendwann gemacht. Also, ich muss das ja nur exportieren. Ja, mach das mal genau. Mach die Deko schön. Die muss bis nächsten Freitag. Ich glaube, hier geht's ins Hartgebiet. Ich glaube, da, wo wir gerade noch waren, war Medium. Ja, dann let's go! Auf jeden Fall viel Spaß, Bianca, und bis später. Da unten ist eine Schlange, glaube ich. Ja. Was? Wo? Da unten, direkt da. Guck mal, das schlängelt. Was Gelbes. Oder was auch immer das ist. Das sieht mir nach einer Schlange aus, ja. So, hier haben wir... Kristalle. Kristalle. Da haben wir auch Kristalle. Aber ich glaube... Wenn du jetzt links guckst, ach da, genau, das sind die blauen, das, nee, alles gut, geradeaus auch. Das sind die blauen Steine, die vorhin gemeint wurden wahrscheinlich, ne?
Keine Ahnung. Diese blauen Edelsteine, die an der Maschine gebraucht werden. Da chillen zwei Schlangen tatsächlich. Ich! Autsch. Ja, und? Ich wurde runter. Nein, verdammt, ich dachte, sie fliegt jetzt runter, das wäre so geil. Ich bin ohnmächtig, aber ich habe mich auf einen Stein gerettet. Ich auch. Du hast den was? Ich habe mich auf einen Stein gerettet. Nö, ich nicht. Ich bin in letzter Sekunde gesprungen. Auf den Stein kommt sie bestimmt nicht rauf, oder? Wer weiß. Jetzt lüge ich, ja cool. Ja, schön. Niemand, der mich füttern kann.